Ja, und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass. So, wir sind auf der Insel von Sauz angekommen im letzten Part, nachdem wir die ganze Zeit Bötchen gefahren sind. Habe ich mein Schwert nicht mehr so? Ich wollte schon sagen, ja, hallo. So, und jetzt gucken wir mal, dass der uns jetzt endlich unser mächtiges Schwert schon mal schmiedet. Dann wird wir später in den Tempel des Meereskönigs gehen können. Und ja, wir machen jetzt die Story mal ein bisschen weiter. Also, Link, du hast endlich alle drei Stele gefunden. Ich bin nicht überrascht, denn du bist der wahre Held. Auserwählt vom Meereskönig. Nun denn, überreich mir die Stele. Der Scharlachstahl, der Azurstahl und der Smaragdstahl. Ich sehe sie auch zum ersten Mal. Damit kann ich ein mächtiges Schwert schmieden. Das wird eine Weile dauern. Okay. Und jetzt? Jetzt ist er da am Schmieden. Ein mächtiges Schwert zu schmieden ist keine leichte Aufgabe. Bitte habt etwas Geduld. Okay. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich später hinkommen. Nochmal. Das Rätsel dieser Insel habe ich, glaube ich, irgendwie immer noch nicht gelöst. Kann das sein? Nun denn, ich frage mich jetzt echt mal, wo die ganzen... Ach so, er schmiedet. Ich wollte schon sagen. Ha. Ich frage mich echt mal, was das hier... Finde die Steinböden im Osten und Westen dieser Insel. Ja. Verbinde die östlichen Steine mit einer Linie. Wisst ihr noch, an diesem Rätsel habe ich schon mal gehangen. Die östlichen Steine mit einer Linie. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mache es das gleiche, wie ich es schon mal gemacht habe. So. Haben wir einen kleinen Kompass. Okay, verbinde. Vielleicht kriege ich das Rätsel ja jetzt mal gelöst. Verbinde die östlichen Steine mit einer Linie. Osten. Also dieser Steine. Mach dasselbe mit den westlichen Steinen. Das heißt, ich soll die einmal verbinden und die einmal verbinden. Grabe, wo die Linien sich schneiden. Warte mal, verbinde die östlichen? Ich verstehe das Rätsel immer noch nicht. Verbinde die östlichen mit einer Linie. Ja, das sind doch jetzt hier die beiden östlichen, oder nicht? Und das sind die beiden westlichen. Wartet mal. Ich mach mal hier ein bisschen Ordnung, mal ebenso. Ja, das male ich da gleich neu hin. Weil irgendwie erkennt man hier ja schon nicht mehr wirklich was. Wir haben ja jetzt sowieso ein bisschen Zeit, da ich keine Ahnung habe, wie lange das dauert, bis der das da schmiedet oder was ich machen muss dafür, aber okay, ich glaube, das war hier irgendwie, ne? Ich glaube, ich hoffe, ich habe die Stelle jetzt wieder getroffen, so ungefähr. Ungefähr nur zumindest. Also, verbinde die östlichen. Nein, ich versuche das jetzt, die östlichen mit einer Linie. So, das ist Osten. Er meint die beiden östlichen. Grabe, wo die Linien sich schneidet. Ich habe das Rätsel schon mal gelöst bekommen früher. Also komm, werde ich das wohl doch mal hinkriegen. Ja, das ist ja nicht Osten. Und so schneiden sich die Linien ja nirgendwo. Würde ich sie so verbinden, würden sie sich ja auch nirgendwo schneiden. Richtig? Also bleibt mir ja eigentlich nur das. Dann würden sie sich hier in der Mitte schneiden. Aber da ist ja nichts. Das habe ich ja schon mal ausprobiert, oder? Ja, verbinde die östlichen. Ich lese es jetzt nochmal. Finde die Steinböden im Osten und Westen. Osten und Westen dieser Insel. Verbinde die östlichen Steine mit einer Linie. Die östlichen Steine. Also ich verstehe das eigentlich immer nur, dass es so gemeint ist.
Oder nicht? Mach dasselbe mit den westlichen Steinen. Ja, dann müsste ich doch das eigentlich so machen, oder nicht? Ja, weil verbinde die östlichen. Das sind ja die östlichen. Was ist doch totaler Quatsch? Viel logischer wäre es doch, wenn ich das so machen würde. Ach, kommt. Ach, kommt. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich das denke, weil irgendwie ergibt es sonst keinen Sinn. Vielleicht kann ich auch hier irgendwo graben. Nein, okay. Ein Versuch, was ja wert. Ja, hier, genau. Okay, ja, ich habe ungefähr getroffen. Da ist doch nichts. Ich habe das Rätsel nicht schon gelöst, oder? Ja, hier schneiden die sich. Hier ist aber nichts. Ach ja, man hat mir gesagt, ich kann dieses Flackern ausstellen. Warte mal kurz. So. Wow, es hat wirklich was gebracht, seht ihr? Das Flackern ist weg. Yay! Das fiel mir jetzt gerade wieder ein, weil dass ich das hier so gesehen habe, dass diese ganzen Teile so wieder flackern und ja, mir hat da jemand einen Tipp zugegeben, wie ich das ganz einfach wegkriege und das fiel mir jetzt gerade wieder ein und wow. Erstmal Dankeschön an dich, Master Quest Master, für den tollen Tipp. Ich hätte das jetzt eiskalt wieder vergessen, wenn ich mir das jetzt nicht hier aufgefallen wäre. Ja, Leute, jetzt haben wir natürlich, das ist natürlich jetzt ganz cool so. Okay. Ich schreibe es in die Videobeschreibung, wenn ich dran denke, wie ich das gemacht habe. Für alle, die das Spiel auch spielen und dieselben Probleme haben, damit ihr wisst, wie das geht. Okay, gut, dann, ja. Habe ich irgendwie das Rätsel immer noch nicht verstanden. Ja, ich meine, hier ist erstmal dieses riesige Ding in der Mitte. Grabe, wo die Linien sich schneiden. Ja, guck, ich habe jetzt hier alles, den ganzen Boden aufgerissen, wo die Linien sich schneiden könnten. Und habe nichts gefunden. Also, ja, ist dieses Rätsel, glaube ich, irgendwie nicht für mich geschaffen. Ich meine, ich hatte hier auch schon mal überall gegraben, oder? Ach, no plan. Gott. Okay, gut, komm, da muss ich es noch einmal. Hinterher war es da und ich habe es nicht entdeckt. Da war es aber auch nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich habe einen Brief. Eilpost, pass auf, ich komme. Sag nicht, der ist jetzt schon fertig mit dem Schwert. Das war ja dann ein bisschen schnell. Okay, ein Brief von Jolene. Aha, dann lese ich mal. Von Jolene. Okay. An die grüne Landratte. Ich wünsche dir die Pest an den Hals. Du hast es mir neulich wirklich gezeigt. Wie könnte ich diese Demütigung jemals vergessen? Und daher läuft es wohl auf folgendes Wort hinaus: Rache. Jawohl, ich verlange eine Revanche, um zu sehen, wer wirklich der Stärkste auf See ist. Ich habe seit unserem letzten Zusammentreffen meine Techniken verfeinert. Niemand kann mich besiegen. Ich nehme es mit jedem Feind auf. Oh ja. Irgendwo auf dieser weiten See werden sich unsere Pfade erneut kreuzen. Oh mein Gott. Und du wirst brav verlieren, oder willst du etwa eine Lady schlagen? Natürlich will ich. Schließlich bin ich auch eine. Sei tausendfach verflucht, die Piratin Jolene. Ja. Und das ist alles. Ein bisschen verstörend, oder? Ja, irgendwie schon. Bist du etwa gerade zu einem Duell herausgefordert worden? Ja, sag mal, hallo, er ist der Postbote. Was hat ihn das anzugehen? Was in meiner Post steht? Passiert dir das öfter? Wow, der erste Drohbrief, den ich zugestellt habe. Okay, unterschreib hier. Hoffentlich besiegt sie dich nicht. Ich dachte schon, er schreibt jetzt, hoffentlich besiegt sie dich. Was für ein Tag. Ich schwebe wie auf Wolken. Juhu. Dann schweb mal davon. Okay, da ich das Rätsel immer noch nicht kapiere, falls ihr die Lösung wisst, könnt ihr sie mir gerne sagen. Dann fahre ich hier nochmal hin und versuche das nochmal. Aber solange ich das nicht hinbekomme, ist mir das auch ziemlich egal. Was, du hast einen Brief von Jolene bekommen, in dem sie uns herausfordert? Nicht uns, nur mich. Du willst doch nicht etwa annehmen? Klar doch.
Du weißt aber, dass du ihre Herausforderungen nicht annehmen musst. Eigentlich ist sie doch eine Bekannte von dir. Also warum muss Link sich mit ihr herumschlagen? Sie kommt einfach nicht damit klar, wenn jemand stärker ist als sie. Es ist unausweichlich. Menschen sind eifersüchtig. Sie sehen mein Gesicht und müssen mich herausfordern, ist klar. Sie verstehen einfach nicht, dass die wahre Liebe von Linebeck der Frieden ist. Was ich sagen will ist, dass ich Streit meide, wo immer und wann immer ich kann. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich komme nicht mit ihr klar, Link. Aber ein Teil von mir will Jolene auf die richtige Bahn führen. Und du bist der Einzige, der das tun kann. Zeig ihr, wie hilflos sie ist. Oh Gott. Wir müssen ihr zeigen, wie verrückt sie ist und der Welt. Den Frieden zurückgeben. Du denkst immer nur an dich selbst. Aber Link, was sollen wir tun? Wir können sie nicht einfach ignorieren. Und es scheint, als ob Sauz noch Zeit braucht. Vielleicht sollten wir uns die Sache mal ansehen. Ah, okay. Also das müssen wir jetzt... Das ist jetzt, so geht jetzt die Story weiter, bis Sauz das Schwert geschmiedet hat, okay? Na gut. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Okay, verrückte Jolene, wir kommen und holen dich. Hey Link, wir fahren los. Toll, das heißt, wir müssen uns jetzt auf die Jagd nach der machen. Och Mann, ich dachte gerade, ich war so froh, dass ich die los war. Da ist Terry. Wir fahren mal eben zu Terry, weil ich sehen möchte, was der so hat. Okay, jetzt gehen wir also auf die Jagd nach Jolene. Also es wird wieder ein bisschen spannend. Zumindest spannender als im letzten Part, wo wir nur mit dem Schiff unterwegs waren. Ja, und ich bin gespannt, wann Sauce das Schwert dann fertig kriegt, ne? Aber ich will vorher eigentlich noch die ganzen Lichtgeister mal stärken. Also, da ist sie. Ich möchte aber vorher Terrys Schiff erreichen, wenn ich das darf. Ja. Wie gesagt, also vorher wollte ich eigentlich... Ach komm, fick dich. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, dieses Spielchen. Also ich wollte vorher eigentlich meine ganzen Lichtgeister noch einmal stärken. Zumindest einmal, weil die Lichtgeister des Mutes habe ich ja immer noch nicht gestärkt gekriegt. Und Jolene kommt auf uns zu. Ich schätze mal, sie wird uns erreichen, bevor wir Terry erreicht haben. Oh Gott, okay. Okay, Jolene. Alles klärchen. Boah, ich habe keinen Bock auf die. Wozu die Eile, Linebeck? Ich bring dich zum Kentern, also bleib, wo du bist. Nö. Soll ich mich jetzt echt von der kentern lassen? Nö. Ich fahr zu Terry. Ich fahr zu Terry. Du kannst mich mal... Ich meine, okay, ich muss gleich sowieso zu ihr, aber... Daneben. Ich will jetzt zu Terry. Da ist Terry. Terry, ich komme. Oh mein Gott. Okay. Ich wollte nur schon mal wieder ausweichen. So. Mal gucken, was der so hat. Werter Gast, in Terrys Laden findest du einfach alles. Deine derzeitige Gesamtpunktzahl 7. Ich glaube, wir waren hier viel zu... ja, wenig. Sammel noch mehr und etwas Tolles wird passieren. Wonach du suchst, berühre einfach den Artikel und den du haben möchtest. Okay, wir haben genug Geld. Bombentasche. Ja, komm, okay. Könnte ja vielleicht mal nützlich sein, ne? Mehr Bomben mittragen zu können. Zumindest für den, Dingens. Was haben wir hier? Bis zu 6 Herz sind das viel zu wenig. Was hat der? Füllt bis zu 8 Herzen auf. Wirkt automatisch. Okay. Von mir aus. Ich kaufe jetzt einfach mal ein bisschen was, weil ich gerade Langeweile habe. Wenn deine Herzen auf 0 sinken, wird es dich automatisch heilen. Okay, das ist cool. Es findet sich in deinem Item-Menü. Also tippe es an, um es zu benutzen. Es kann bloß einmal benutzt werden. Ja, okay. Das ist doch praktisch. So, jetzt habe ich genug Geld rausgeworfen. Ah, und damit hast du eine Gesamtpunktzahl von 19. Boah, das ging aber schnell. Versuch 20 Punkte zu sammeln und eine Silbermitgliedschaft. Ja, geil. Okay. Ich habe nur alle Stränke voll. Toll, mir fehlt nur noch ein Punkt. Komm, dann nehme ich jetzt diese komische Feder da.
Ich will diesen Punkt jetzt haben. Ich brauche die zwar nicht, aber komm, 20 Rubine und dafür kriege ich hoffentlich meinen Punkt. Die verkaufen wir dann wieder. So. Yay! Okay, wir haben es geschafft. Du bist jetzt offiziell ein Silbermitglied. Silbermitglieder bekommen für 10% Rabatt auf alle Waren und einen tollen Preis. Du solltest deinen Preis innerhalb einer Woche mit der Post bekommen. Cool. Hab ein wenig Geduld. Strebe als nächstes die Goldmitgliedschaft an. Und zwar, wie viel brauche ich dafür? Ach, egal. So, Leute. Fuck you. Jolene erreicht uns gleich und meine Zeit für den Part ist beendet. Also gut, ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir uns Jolene stellen. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.